Da sind wir wieder, Lektion 3 von Leistungsdiagnostik und Trainingsplanung in Excel. Heute dreht sich alles um den vielleicht bedeutendsten Parameter in der Ausdauerleistungsdiagnostik, nämlich die VO2 Max. Ich zeige euch heute, wie ihr Spiro-RAW-Dateien, also Textdateien, in Excel importiert und entsprechend bearbeitet. Dazu nutzen wir unter anderem die Funktion des Transponierens und ich zeige euch, wie ihr sehr schnell viele Zellen markieren könnt. Wir werden die Zeile fixieren, Millisekunden in Minuten umrechnen. Wir nutzen die Max-Funktion und ich zeige euch auch verschiedene Wege, einen gleitenden Mittelwert zu nutzen und zeige euch auch, was das mit den Werten macht, was für die Bestimmung sehr wichtig ist. Und deswegen zeige ich euch auch, wie man in Excel ein Diagramm erstellen kann. Dazu öffnen wir wieder unser Tool und bewegen uns jetzt hier im Tabellenblatt 03. Ziel ist es, dass wir jetzt hier wieder alles, was blau hinterlegt ist, nutzen und berechnen. Dafür müssen wir erstmal die Rohdateien öffnen, hier reinkopieren und hier auch weiter bearbeiten. Um Textdateien zu öffnen, wählt ihr den Reiter Datei und Öffnen. Wichtig ist, dass ihr natürlich jetzt euren Ordner ausgesucht habt, in dem die Daten drin sind. Und wenn ihr euch jetzt wundert, dass ihr hier keine Textdateien seht, dann liegt das daran, dass Excel erstmal hier nur auf Excel-Dateien zugreifen möchte. Das könnt ihr hier ändern, indem ihr sagt, ihr wollt alle Dateien sehen. Und schon müssten eure Textdateien aufleuchten. Wir haben jetzt hier Werte von einer Zahnspiro. Diese Werte nennen sich Exit-Dateien. Das sind entweder .exit-Dateien oder auch .txt-Dateien. Ich würde den Mac-Nutzern empfehlen, hier jetzt die Textdateien zu nehmen, weil Apple da irgendwie schon mal Probleme hat mit diesen Dateien. Alle anderen können auch diese Exit-Dateien nehmen. Wichtig ist, dass wir hier jetzt die Version 620 nehmen. Das ist nämlich der Rampentest, den wir jetzt auswerten wollen. So, wir wählen diese Datei aus, gehen auf Öffnen und dann öffnet Excel automatisch den Textkonvertierungsassistenten. Der ist notwendig, weil jede Textdatei anders aufgebaut ist, mit unterschiedlichen Trennern, die jetzt diese Textdatei definieren. Wir sehen hier unten schon eine Vorschau und wenn wir auf Weitergehen, ist das Wichtigste eigentlich, dass wir das richtige Trennzeichen nehmen, was nämlich auch die unterschiedlichen Spalten dann definiert. In unserem Fall ist es das Komma. Wenn ich jetzt hier das Komma anwähle und ein bisschen runterscrolle, dann seht ihr automatisch, wenn ich jetzt ein bisschen weiter runtergehe, dass wir hier auch unterschiedliche Spalten haben. Die hatten wir vorher nicht. Deswegen wählen wir hier das Komma aus, gehen auf Weiter und können das hier auch dann fertigstellen. Excel öffnet dann eine neue Excel-Datei, in der jetzt hier unsere Werte drin sind. Und die können wir hier auch nutzen. So, wer jetzt das nicht geschafft hat, dem habe ich im Tool immer noch die Datei hier eingefügt. Das heißt, wer jetzt mit dem Konvertieren da Probleme hatte, kann im Grunde hier in diesem Tool weitermachen. Wer das geschafft hat, kann hier weiterarbeiten. Zum Aufbau. Wir haben hier jetzt die Überschriften von unserer Spiro-Datei. Die liegen jetzt aber hier in einer Spalte vor. Und hier sehen wir jetzt, dass die einzelnen Werte in den Spalten angeordnet sind. Um also jetzt den Überblick zu haben, müssen wir erstmal hier diese Beschriftung da nach unten bringen. Und dazu zeige ich euch eine ganz hilfreiche Funktion. Nämlich, ich möchte jetzt hier alles an einem Strang markieren, ohne dass ich jetzt hier weit schnell runter, also so runterscrollen muss und runterziehen muss. Ich möchte das gerne in einer schnellen Variante haben. Ihr wählt einfach die oberste Zelle, haltet jetzt die Umschalttaste, die ihr für Groß- und Kleinschreiben nutzt, gedrückt und gleichzeitig die Steuerungstaste. Für Apple wäre es dann die Command-Taste. Diese beiden Tasten gedrückt halten und jetzt den Pfeil nach unten. Dann werden alle Zellen markiert, bis in einer Zelle nichts mehr auftaucht. Ihr könnt das dann mit STRG C kopieren. Und jetzt nutzen wir die Funktion des Transponierens. Das heißt, mache aus allem, was in der Spalte ist, eine Zeile. Dafür nehmen wir jetzt hier rechte Maustaste in diesem Feld. Und entweder kann ich das direkt auswählen oder bei manchen ist es auch in den neueren Versionen so, ihr müsst erst auf Inhalte einfügen und dann könnt ihr den Haken anwählen, transponieren. Wichtig ist, dass ihr das hier auswählt. Wenn ihr das auswählt, nutzen wir hier jetzt gleich einmal die Zeit. Die müssen wir gleich kopieren. Und die Werte für Sauerstoff und CO2 in Millilitern.
Das heißt, wir nutzen unsere neu gelernte Funktion, die werden wir heute noch ein bisschen öfter nutzen. Wir wollen jetzt die komplette Zeit hier kopieren, also wieder Steuerung oder Command, Umschalttaste, Pfeil nach unten. Sofort haben wir alle Zellen markiert, Steuerung C. Wir gehen jetzt wieder in unser Tool und können jetzt hier, da wo Zeit Millisekunden steht, das Ganze als Zahlen einfügen. So, das Ganze machen wir jetzt auch noch für die Sauerstoffaufnahme und die CO2-Abgabe. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt auch hier diese beiden Zellen markieren. Auch wieder Steuerung, Umschalt, Pfeil nach unten. Ich kann das wieder mit Steuerung C kopieren und hier einfügen. Wenn ich das gemacht habe, arbeiten wir jetzt nur noch hier in diesem Tool. Erste Hürde, wir wollen aus Millisekunden Minuten machen. Das heißt, wir rechnen ist gleich das, was in der Zelle steht, durch 1000. Dann wäre ich jetzt bei Sekunden und dann teile ich nochmal durch 60, damit ich bei Minuten bin. Wir nutzen wieder unser kleines schwarzes Kreuz mit einem Doppelklick, um alles nach unten zu verfrachten. So. Nächster Schritt, wir wollen jetzt die Sauerstoffaufnahme nicht absolut in Millilitern, sondern wir wollen das hier in relativer Einheit, also Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Das Körpergewicht haben wir ja schon in unserer Lektion 2 eingetragen, nämlich hier an dieser Stelle, wo das Körpergewicht drin ist. Und wir wollen das jetzt so haben, dass wenn wir die Berechnung machen, immer die Zelle genommen wird, die hier ist. Dafür müssen wir die Zeile, also hier in dem Fall die Zeile 2, fixieren. Das funktioniert so. Wir gehen auf ist gleich, wählen jetzt hier die absolute Sauerstoffaufnahme aus und teilen das jetzt durch das Körpergewicht. Wir gehen in diese Zelle. Excel macht das dann so, wenn ihr in ein anderes Tabellenblatt geht, da werden dann hier diese einfachen Anführungszeichen gewählt, dann nochmal ein Ausrufezeichen und dann kommt erst die Zelle. Und hier an der Stelle müssen wir jetzt vor die 2 einen Dollar machen. Dann wird die entsprechende Zeile fixiert. Das heißt, wenn ich gleich in meiner Datei das Ganze nach unten ziehe, dann wird immer diese Zelle hier genommen und nicht eine Zelle, die weiter unten ist. Wenn ich das mit Enter bestätige, bin ich wieder in meiner ursprünglichen Maske, in meinem Tabellenblatt und kann das jetzt hier nach unten ziehen. So. Grundsätzlich ist es so, dass ich euch immer empfehlen würde, dass ihr euch die Rohwerte anschaut. Wenn ihr jetzt noch keine Datei in, also noch keine Grafik in Excel erstellt habt, hier eine kurze Erläuterung. Wir nutzen hier meistens die Diagrammform des Punkt XY-Diagramms. Dafür wählt ihr eure X-Werte aus, das was auf der horizontalen Achse kommen soll. Ihr haltet Steuerung gedrückt, wählt dann eure Y-Werte aus, in dem Fall jetzt zum Beispiel die Sauerstoffaufnahme, und könnt dann über Einfügen euch verschiedene Diagramme auswählen. In dem Fall wählen wir hier das mit den Punkten, Punkt XY-Diagramm, und wählen hier die Punkte mit, wie heißt es genau, mit geraden Linien. Und hätten jetzt hier ein Diagramm erstellt, was man natürlich noch aufhübschen kann. Wer sich da informieren will, gibt es auf YouTube einige Tutorials, die sich darum drehen, wie ihr Diagramme ändern könnt, Achsenbeschriftung hinzufügen, unterschiedliche Abstände und so weiter. Die Grafiken, die wir in dem Tool nutzen, sind im Grunde schon da. Ihr müsst nur noch die Werte einfügen. Aber hier schon mal zur Erklärung. Wir arbeiten jetzt gleich erstmal mit dieser Grafik. Das heißt, hier seht ihr schon, habe ich das Ganze vorbereitet. Ihr seht die Sauerstoffaufnahme relativ und die Zeit. Und hier können wir jetzt als erstes mal unsere ungefilterte relative Sauerstoffaufnahme uns anschauen. Das heißt, wir gehen hier mit der rechten Maustaste auf Daten auswählen und können jetzt hier in diesen verschiedenen Datenreihen das Ganze bearbeiten. Der Name ist schon definiert, jetzt müssen wir hier noch die X-Werte definieren. Das heißt, wir wählen hier bei der Zeit alles in Minuten aus, auch wieder mit unserem Trick, wählen hier alle Werte für die Sauerstoffaufnahme aus, bestätigen mit OK und haben dann, wenn ich jetzt wieder in der Grafik gucke,
schon unsere Rohwerte drin. So sieht das Ganze ungefiltert aus. Jetzt wollen wir schauen, welchen Effekt es hat, wenn wir unterschiedliche Mittelungen vornehmen. Und da nutzen wir hier den gleitenden Mittelwert. Der gleitende Mittelwert funktioniert einfach so, dass wir hier einen Mittelwert nehmen, der über mehrere Zellen hinweg geht. In dem Fall über 5 Punkte, über 10 Punkte und über 20 Punkte. Das heißt, wir nehmen jetzt gleich in dieser Zelle den Mittelwert aus diesen 5 Werten. Hier machen wir das entsprechend für 10 und auch für 20. Das heißt, wir wählen hier ist gleich Mittelwert von diesen Zellen, bestätigen und können das auch hier wieder nach unten schieben. In dieser Zelle machen wir das gleiche genauso, nur dass wir diesmal 10 Werte nehmen. Ja, das heißt, wir nehmen hier einschließlich der Ihr könnt euch auch hier auch nochmal anzeigen lassen, wie viele es sind, wenn ihr unsicher seid. Also hier einschließlich der 6,16. Genau. Und das Ganze wieder runter. Und das gleiche nochmal für 20. So, da ist das die. Fast. So, dann haben wir das hier fertig und diese Werte können wir uns jetzt hier auch in dem Diagramm anzeigen lassen. Das heißt, wir wählen hier wieder für die Werte von 5 Punkten, gehen wir auf Bearbeiten, wählen die X-Werte aus, auch wieder alles markieren, machen das gleiche nochmal für die Y-Werte und so machen wir das auch für 10 und für 20 Punkte. So. Und für 20 haben wir das gleiche nochmal. Hier bearbeiten, X-Werte und die Y-Werte. So, wenn Excel dann mal fertig ist, sehen wir jetzt hier unsere Grafik. Und wir können hier auch sehr schön sehen, was das Ganze mit den Werten macht. Das heißt, wir sehen bei den Rohwerten sehr, sehr viele Ausreißer nach oben und unten. Und je stärker ich jetzt natürlich mittel, umso kleiner werden jetzt hier auch die Werte. Um jetzt zu sehen, was das Ganze für die VO2 Max machen würde, bestimmen wir jetzt hier den Maximalwert, den wir für die unterschiedlichen Mittelungen erhalten haben. Dafür rechne ich jetzt hier, ist gleich Max, die Funktion kennen wir schon. Und ich wähle das jetzt einmal hier für die Rohwerte. Ist gleich Max von F3 bis ganz nach unten. Und das Gute ist, dadurch, dass wir das jetzt hier nicht fixiert haben und die Zellen genauso angeordnet sind wie hier, kann ich das auch einfach rüberziehen und habe hier meine Werte vorliegen. Das heißt, wir sehen, dass die Mittelung einen sehr großen Einfluss teilweise hat auf die VO2max. Das heißt, wenn ihr Studien lest und da eine VO2max beschrieben wird, schaut immer bitte nochmal, was das für eine Mittelung ist. Ein weiterer Punkt, den man hier beachten muss, ist, wir haben es hier mit einer Breath-by-Breath-Datei zu tun. Das heißt, die Abstände sind hier nicht gleich zu wählen. In manchen Spirosystemen kann man das auch sekündlich ausgeben. Das muss man im Grunde auch noch beachten. Wenn euch nochmal Kriterien für die VO2-Max-Bestimmung interessieren, empfehle ich euch hier den Review-Artikel von Hawley aus dem Jahre 95. Da könnt ihr hier nochmal schauen, welche Kriterien es dazu
gibt. Okay, wir können jetzt also die V2 Max bestimmen. In der nächsten Lektion zeige ich euch dann, wie man die Spiro-Datei eines Stufentests auswertet, und freue mich, euch in der vierten Lektion wiederzusehen.